Eines, was mich beeindruckt, ist, wo der andere gesagt hat, ich kann meinen Rucksack können ablegen, wo alles von diesen 50 Jahren drin war. Was sind weitere Schritte, wo sich meine Perspektive kann auftun kann? Ja, nachdem ich einen grossen Verlust erlebt habe und am Verarbeiten von einem Verlust. Ja. Also ich arbeite ja viel mit Menschen, gell, die einen Angehörigen verloren haben oder einen Ehepartner, eine Scheidung oder eine Affäre. Und die Menschen gehen alle emotional mehr oder weniger wie durch eine Waschmaschine. Also denen, ihre Gefühle wirbeln durcheinander. Und die wissen oft nicht mehr, was oben und unten ist. Und man kann die Waschmaschine, die hat verschiedene Gänge, verschiedene Programme, oder wie sich die Seele so quasi wieder wäscht nach so einem Verlust. Und ich zeige mal, wie das so normalerweise läuft, gell? Mit so 7 Schritten. Aber das hat dann ganz durcheinander gegangen. Also es fängt an zuerst mit dem Angst und dem Schock. Wenn gehen wir mal aus, da hat jemand eine Affäre entdeckt von seinem Partner, total geschockt. Und kann er gerne glauben, schiebt er weg und verdrängt es. Nein, das kann doch nicht sein, sicher nicht er, das passiert mir sicher nicht. Und dann, wenn dann wieder Kraft kommt, dann kommt dann meistens auch Ärger und Zorn. Der hat mich betrogen und so. Und dann kommt Wut und Ärger und alles Mögliche, was man sich dann überlegt, was man jetzt machen könnte. Und irgendwann mischt sich dann auch wahrscheinlich noch Schuldgefühl rein. Wieso hat er das gemacht? Habe ich ihm zu wenig gegeben? Bin ich ihm zu wenig wichtig gewesen? Ist das auch mein Fehler? Was ist da los gewesen? Und dann suche ich Auswege. Will verstehen, dass es geht. Und dann melden sie sich vielleicht auch an bei mir in der Beratung, gell? Als ein Teil des Auswegsuchens. Und dann merken sie vielleicht, ja, aber der Ausweg, der lässt sich nicht so leicht finden. Und dann kommt nochmal so eine Phase vom Frust und von der Niedergeschlagenheit. Und diese Waschmaschine, die wäscht normalerweise länger. Ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate, sogar 1-2 Jahre, je nach Stärke des Verlusts. Und da kann alles durcheinander gehen. Aber wenn man die Waschmaschine waschen lässt und das bewusst macht, dann kann man am Schluss des Prozesses kann man dann auch annehmen, was verloren ist. Und kann dann so aus dem grossen Minus, gell, wo der Mensch erlebt hat, kann dann auch ein Plus werden und ein Gewinn. Aber zuerst geht es durch den Prozess des Lernens.